Dies ist ein Guide zum Party Blackshrine Boss Jigvi. Jigvi besteht ebenfalls aus zwei Phasen, ähnlich wie Imogi. Das heißt, einmal töten, dann lädt er sich auf und noch einmal töten. Jigvi ist vom Monstertyp Halbmensch, daher lohnt es sich, Buffs mitzunehmen, die gegen Halbmenschen gut sind. Direkt zu Beginn von Phase 1 befinden sich schwebende Flammen in der Mitte der Arena. Diese Flammen in der Mitte möchtet ihr schnellstmöglich zerstören und anschließend bewegt ihr euch an den äußeren Rand der Arena. Die gleichen Flammen entstehen nun auch ringsum um die ganze Arena. Diese müsst ihr ebenfalls alle zerstören. Achtet hierbei auf die kleineren Flammen, die euch verfolgen. Diese werden immer von den großen Flammen, die es zu zerstören gilt, beschworen und wenn sie euch treffen, verursachen sie Schaden. Die Heilung Mechanik. Erscheint der Text, der Jigvi bereitet sich auf die Feuerenergie zur Erholung vor, entstehen kurze Zeit danach vier rote Flächen um Jigvi herum. Jeweils ein Spieler stellt sich auf die Fläche rauf, ein Spieler geht hier leer aus und bleibt außerhalb. Ihr werdet auf der roten Fläche gestunt, könnt den Stun aber mit einem Super Armor blockieren und so verhindert ihr, dass Jigvi sich während dieser Mechanik heilt. Die Meteor-Schauer-Mechanik. Der Text, ich werde alles in Schutt und Asche legen, erscheint. Daraufhin fallen sehr viele Meteoriten vom Himmel. Die ganze Arena wird von diesen Meteoriten eingedeckt und um euch zu schützen, müsst ihr an den äußeren Rand der Arena hinlaufen. Dort seid ihr sicher, aber nach kurzer Zeit erscheinen am äußeren Rand wieder rund um die ganze Arena die Flammen. Diese Flammen müssen erneut zerstört werden. Und auch hier achtet auf die kleinen Verfolgerflammen, die euch bei Berührung Schaden zufügen werden. Die kleinen Verfolgerflammen sind aber hier an dieser Stelle das geringste Problem. Jigvi taucht immer wieder mit Kopien von sich selber auf und überflutet eine der beiden Arena-Hälften mit einem Feuerskill. Dieser Feuerskill bedeutet euren sofortigen Tod, deshalb solltet ihr die Flammen immer von außen nach innen zerstören, damit ihr immer einen Blick Richtung zur Mitte der Arena habt. So könnt ihr nämlich immer sehen, in welche Richtung Jigvi diesen Angriff ausführen wird. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, seine Blickrichtung zu deuten und es nicht rechtzeitig schafft, auf die andere Seite zu gelangen, nutzt ihr einfach im richtigen Moment einen Iframe, um nicht gewonshottet zu werden. Die beiden Mechaniken in Phase 1, die ich euch gerade erklärt habe, die werden immer abwechselnd auftauchen. Das heißt, ihr stellt euch immer wieder auf die Flächen, um seine Heilung abzubrechen, geht dann nach außen und zerstört die Flammen. Achtet hierbei auch unbedingt darauf, dass Jigvi nicht immer mit seinen Klonen diese Angriffe ausführt. Manchmal macht er es einfach nur alleine und dann ist es einfach nur die Größe eines Pizzastücks. Die Kamehameha-Mechanik. Bei ungefähr 25% seines Lebens bekommt Jigvi einen DP-Buff und nun lädt Jigvi immer wieder einen Feuerangriff auf, teleportiert sich und löst diesen auf einen der 5 Spieler aus. Während dieser Phase macht ihr ihm kaum Schaden, nutzt die Zeit also eher, um seine Skills zu dodgen, bis die Phase zu Ende ist. Direkt zu Beginn von Phase 2 bekommt Jigvi einen DP-Buff und er verursacht in seiner Nähe immer wieder Schaden. Damit der DP-Buff verschwindet, müsst ihr nun folgende Mechanik spielen. Die Flammen-Tornado-Phase. Es entstehen nun viele Feuer-Tornados. Die Gruppe teilt sich ringsum auf. Aus diesen Feuer-Tornados entstehen Kugeln, die sich langsam zur Mitte der Arena bewegen. Diese Kugeln müsst ihr schnellstmöglich zerstören. Tipp an dieser Stelle, ihr könnt die Kugeln back-attacken. Habt ihr die Mechanik erfolgreich gespielt? Verliert Jigvi seinen DP-Buff und wird dabei sogar gestunt. Ein perfekter Zeitraum, um sich vorher zu buffen und ganz viel Schaden anzurichten. Beachtet, dass in Phase 2 ebenfalls Mechaniken wie Meteorschauer oder Kamehameha entstehen.